Die Ampelkoalition ist zerbrochen. Die eigentlich für den 28. September 2025 angesetzte Bundestagswahl soll vorgezogen werden. Der Weg dorthin ist im Grundgesetz genau festgeschrieben. Bundeskanzler Olaf Scholz plant, am 15. Januar im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Sollte er dabei keine Mehrheit bekommen, kann er den Bundespräsidenten bitten, den Bundestag aufzulösen. Er ist nicht dazu verpflichtet, sollte er es aber tun, muss innerhalb von 60 Tagen ein neuer Bundestag gewählt werden. Auch nach einer Auflösung bleibt Deutschland politisch nicht führungslos. Laut Artikel 69 des Grundgesetzes setzt der Kanzler seine Arbeit fort, bis ein Nachfolger bestimmt ist. Das Gleiche gilt für die Ministerinnen und Minister, wenn der Bundespräsident und der Kanzler es verlangen. Allerdings kommt das politische Handeln mit der Auflösung des Bundestags mit einem Schlag zum Erliegen.